geworben wurde. Ja, man hat sogar den verstorbenen alten Erzbischof von Wien, den Kardinal König, exhumiert sozusagen. Und er ist auch wieder im Fernsehen aufgetreten und hat um Geld gebettelt für die armen Alten. Nun, ich halte auch das eigentlich für eine unglaublich altenfeindliche Geschichte, weil mir ist es wurscht, ob sie den Kardinal König exhumieren. Sehr, sehr, sehr schön ist es nicht und finde auch nicht besonders vornehm. Aber dass man sozusagen von vornherein auch die Stimmung verbreitet, dann ist er sehr rasch angewiesen auf Barmherzigkeit. Sozialstaatlich abgesicherte Seite immer mehr schrumpft und die Barmherzigkeit immer mehr zunimmt. Es ist aber tatsächlich so, dass sozusagen diese Barmherzigkeitsschiene auch politisch gefördert wird in dieser Stadt. In den letzten zwei Jahren haben die Häuser der Barmherzigkeit über 40 Millionen Euro kostenloses Darlehen von der Gemeinde Wien erhalten. Die eigenen Einrichtungen in den Altenheimen, die gerade hier im Westen von Wien ja in großer Zahl sind, also Leins, Baumgarten, Steinhof, da herrschen zum Teil Zustände bis dem vergangenen Jahrhundert an. Und trotzdem wird hier so gut wie gar nichts getan. Es wird immer gesagt, es wird jetzt demnächst etwas getan, aber es sitzen Tausende in miserablen Verhältnissen und dafür hat die Gemeinde kein Geld. Was heißt das eigentlich? Dass die Gemeinde umsteigt von Einrichtungen, auslagert in Häuser der Barmherzigkeit, weil man eigentlich die eigenen Einrichtungen, auf Deutsch gesagt, loswerden will. Das sagt man freilich nicht, sondern das wird sozusagen unter verdeckter Hand getan. Weil wir schon bei den Häusern sind, in denen ich bin im Jahre 2003 zum Pflegeombudsmann ernannt worden, weil man in großer Not war, weil es wieder einen Pflegeskandal in Leins gab. Pflegeskandale in Leins gibt es seit mehr als 30 Jahren in sehr regelmäßigen Abständen. 1974 gab es eine Wiener Kontrollärztin, sie hat Dr. Mila Kars geheißen. Die hat damals einen großen Skandal entfacht, weil sie berichtet hat, wie schlecht die Pflege funktioniert, wie schlecht auch die medizinische Betreuung von Gepflegten funktioniert und hat das in aller Öffentlichkeit dargetan. Es brach eine Riesendiskussion aus und es wurde sofort gefordert, dass diese natürlich das gefordert, was sie als erstes fordert, wenn ein Kollege etwas sagt, was nicht sehr kollegial klingt. Sie hat die Psychiatrierung der Ärztin verlangt. Dann wurde nicht durchgeführt, aber die Gemeinde Wien hat den Schwanz eingezogen und hat sie, sobald sie 60 war, sofort entlassen. Und damit ist man die ganze Geschichte losgeworden. Mila Kars, die in der Bevölkerung sehr viel Zustimmung hatte, wurde von der Ärztekammer in Prozesse verstrickt. Die wurden dann alle eingestellt, weil man doch die Stimmung in der Bevölkerung gefürchtet hat. Aber Mila Kars selbst ist geflüchtet, sie ist nach Paris abgereist und hat gemieden. Das Rathaus war glücklich, dass meine kritische Ärztin los war. Sie wissen alle, es gab 1989 den Pflegeskandal, den Skandal im Krankenhaus Leins, die Tötungsdelikte, durchgeführt von vier Hilfskrankenschwestern, die sogenannten Anführungszeichen Hexen von Leins, wie die Kronenzeitung beschrieben hat. Und es wurden diese vier Hilfsschwestern dann auch verurteilt. Niemand hat damals sozusagen die Frage stellen können und gestellt schon, aber man hat vor Gericht das niemals abgehandelt, wer war eigentlich schuld an dieser heillosen Überforderung der vier Hilfskrankenschwestern, wer war schuld an den schweren Kommunikationsproblemen in diesem Haus und als die vier Hilfsschwestern verurteilt waren, ich war bei diesem Prozess dabei, sind die verantwortlichen Ärzte hinuntergegangen in das nächste Kaffeehaus und haben dort Champagner bestellt. Es gibt derzeit in der Bundesrepublik
wieder einen Fall, wo ein Krankenpfleger angeklagt ist wegen der Tötung von 29 Patienten, da steht in Kempten vor Gericht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch klar, dass es in diesem Haus, wo er gearbeitet hat und so unselig gewirkt hat, dass es da schwerste Kommunikationsprobleme gab. Es kam zum Vorschein zum Beispiel, dass dieser Pfleger unentwegt Narkosemittel und Lystenon angefordert hat, mit denen er dann die Menschen ins Jenseits befördert hat. Und diese Anforderungen wurden anstandslos immer von den Ärzten unterschrieben und er hat sich also sozusagen leicht bedienen können, weil niemand gefragt hat, warum ein Krankenpfleger Narkosemittel in dieser Zahl und Lystenon benötigt. Der Krankenpfleger hat vor Gericht einen sehr bedenkenswerten Satz gesagt. Er hat nämlich gemeint, er hätte, als er das tat, schon gewusst, dass er gegen das Gesetz handelt, aber er hätte doch gefunden, er sei im Recht. Die Frage, was führt dazu, dass aus sozusagen täglicher Gewalttätigkeit in Institutionen dann solche Taten entstehen, diese Frage wird ja oft gestellt. Ich finde, dass der leider schon verstorbene deutsche Soziologe Peter Brückner hier eine gute Antwort gegeben hat. Peter Brückner bietet für derart außergewöhnliche Gewalttaten, die Tötung von Schutzbefohlenen, seien es nun Kinder, Patienten oder hilflose Alte, drei Erklärungsmuster an. Erste Erklärung: Wer seine eigenen Kinder, seine Pflegepatienten misshandelt oder gar tötet, ist eine defekte Person, ein Psychopath. Das war damals sozusagen auch die Wienerlösung. Vier Schwestern, Hexen, Psychopathinnen. Eine zweite, nebst persönlicher Anlage, zumindest auch das Milieu berücksichtigende Erklärung, bietet die Konvergenztheorie. Die Täter hatten schlechte Karten, schwierige Ausgangsbedingungen, großes Bildungsdefizit, kaum Chance, mit Spannungen, aufkeimenden Aggressionen oder falschem Mitleid fertig zu werden. Frage: Gibt es richtiges Mitleid? Da die Möglichkeit der sprachlichen Bewältigung von Problemen gering oder gar fehlt, herrscht ein motorisches Aktionsmuster vor. Handgreiflichkeit statt Wortgefecht. Dritte Erklärungstheorie Brückners: Bei Tötungsdelikten an Abhängigen handelt es sich tatsächlich um einmalige, aber auch seltene Ereignisse. Als eine Art Spitze, so wie andere Spitzenleistungen, etwa jene im Sport, einer breiten Grundlage, viele tun es, und eines günstigen öffentlichen Klimas. Patiententötungen beruhen auf der Basis von Patientenmisshandlungen. Und die Vorbereitung durch Misshandlungen entsteht in einem Klima der prinzipiellen Zustimmung aller. Es herrscht eine schlechte Großwetterlage für Alte, wenn in Institutionen Gewalt gegen sie ausgeübt wird, sei es nun verbale Gewalt, Zwangsmaßnahmen, Ruhigstellung durch Medikamente oder strukturelle Gewalt in Form einer nicht vorhandenen Tag-Nacht-Struktur, fehlender Besuche, des Dahindösens vor dem Fernseher in einer Pseudo-Spießende. Ich glaube, dass diese Betrachtungsweise von Peter Brückner sehr wichtig ist, weil sie sozusagen darauf verweist, dass dann, wenn Grundstimmungen vorherrschen, die von vornherein in Kauf nehmen, dass jemand verächtlich gemacht wird, verachtet wird oder gar als bloßer Kostenfaktor hingestellt wird, also entmenschlicht wird, wenn das sozusagen der Grundtenor ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn hier eben gewalttätige Übergriffe, seien sie individuell oder selbst passieren. Nun darf man freilich nicht vergessen, dass es ja sozusagen auch vom Staat verordnete Unmenschlichkeit gab, 1938 bis 1945, wir befinden uns eben hier im Westen von Wien,
wurden aus Leinz, aus Steinhof, ja, aus allen eigentlich Einrichtungen hier tausende Menschen abtransportiert und getötet. Das galt auch für Mauer Oehling, das galt für Gugging. Hier wird demnächst die Elite-Universität errichtet. Vielleicht erinnert eine Gedenktafel an einen Herrn Dr. Gellny, der dort gewirkt hat. Dr. Gellny hat entwickelt und damit höchst eigenhändig 147 Patienten umgebracht, auch bei Kongressen ganz öffentlich umgebracht. Ja, dass das alles gegeben hat, ist schrecklich. Aber das, was wirklich auch bedenkenswert ist, dass das ja sozusagen nicht geschehen ist, weil irgendein Deus ex machina, irgendein diabolisches Wesen auftrat und hier gemordet hat, sondern weil die Institution nahezu klaglos von einem auf den anderen Tag so funktioniert hat, dass man eben alte, behinderte, unbrauchbare abtransportiert und getötet hat. Und das haben alle gewusst und es haben alle, egal ob Pflege oder Ärzte. Nun, was einmal war, kann auch wiederkommen. Im Jänner diesen Jahres hat im Schauspielhaus Hamburg eine Aufführung stattgefunden, eines Theaterstückes, das eigentlich von einem Buch beruht, das der Autor Karl Henning Wiemark schon 1978 veröffentlicht hat. Daraus wird jetzt ein Theaterstück gehen. In diesem Stück wird Folgendes vorgeführt. Sechs sozusagen Sozialexperten neuen Typs sind auf der Bühne und fordern sozusagen mit vielen Argumenten den Gerontozid, also die Tötung von Alten ab einem bestimmten Alter und einer bestimmten Unbrauchbarkeit und aus Kostengründen, aber auch aus Mitleidsgründen und vor allem auch aus Rücksicht auf die armen Angehörigen, die mit diesen Alten nichts als Sorgen haben. Dann tritt ein freundlicher Typ auf, könnte ein Mediator sein, und widerspricht diesem Plan des Gerontozids mit vielen Argumenten. Nun schwenken die sozusagen Sozialexperten um, sagen, na gut, wenn sozusagen aus dem vorzeitigen Tod kein gutes Geschäft zu machen ist für die Pharmafirma, dann versuchen wir es doch, indem wir wenigstens die Leichen entsprechend verwerten. Es ist schon zu dünner verarbeiten kann, wenn man gut und günstig verkaufen kann. Auch hier widerspricht wieder der Sozialexperte alten Typs, den sechs neuen Typen. Aber es endet dann so, dass eigentlich am Schluss die sechs zur Übereinkunft kommen, sie werden trotzdem beide Pläne verfolgen, weil sie dann am sinnvollsten sind, also vorzeitiges Töten bei gleichzeitiger Verwertung der Leichen. Nun ist das zwar Literatur, aber ich denke, dass auch Literatur eine Art von Wirklichkeit darstellt. Und es ist garantiert auch hier so, dass so etwas nicht zufällig wäre, dass man sich ansehen kann, dass in den letzten Jahrzehnten sozusagen die Gewalttätigkeit in helfenden Einrichtungen sozusagen fast ein Thema in der Literatur geworden sind. Es ging doch wunderschön sanft und geradezu ideal mitmenschlich zu am Zauberberg von Thomas Mann, der ihn gelesen hat. Hier gibt es sozusagen ein gemeinsames Leben von Medizin, Pflege und Patient, von alt und jung. Und alle gehen trotz schwerster behinderter Krankheit eigentlich einem guten Vieh genüssen. Das hat sich dann sehr bald geändert und es wurde sehr gewalttätig. Alexander Kluge, ein deutscher Anwalt, Autor, Filmregisseur, also sozusagen ein leuchtendes Vorbild für alle, die mehr als nur einen einzigen. Alexander Kluge hat in seinem Buch Lernprozesse mit tödlichem Ausgang eine Geschichte geschrieben, in der in Venedig, in einem Altenheim, Dursten, weil eine große Hitzewelle ausgebrochen ist,
wo dort eine Revolte unter den Alten ausbricht. Sie bringen ein paar Pfleger um, sie bringen sogar einen Eiter um, es gibt ein wildes Gefecht und Geschieße und es tritt dann alles auf an Politik und Medien, um die Sache zu beschreiben. Und es ist sehr interessant, wie das beschrieben wird, was sich hier abspielt. Jedenfalls ist ganz klar, am Schluss sind die Alten schuld, sie werden gefangen genommen, auf irgendeine Alm abtransportiert und kommen dann dort um. Ein sehr gewalttätiges Szenario, aber ich meine, wenn man davon absieht, dass in den meisten Altenheimen sozusagen die körperliche Tüchtigkeit für Revolten einfach abgängig ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das in jeder Stadt passieren könnte. Ja, und dann gibt es noch diesen schönen Muschk, der auch eine schöne Szene hat, weil es liegt einer im Sterben. Er ruft noch einmal nach dem Oberarzt. Der Oberarzt möge kommen, der Oberarzt kommt. Und der Sterbende bereitet ihm, er möchte ihm noch etwas mitteilen. Der neigt seinen Kopf und das Ohr dem Sterbenden zu. Der flüstert ihm aber nicht, sondern er beißt ihm das Ohr ab. Ich komme wieder zurück zu unserem Land. Es ist auch noch nicht lange her, da hat die Justizsprecherin der Österreichischen Volkspartei die Forderung sozusagen Sozialausgang für Häftlinge gegeben und sie mögen dann in die Altenheime gehen und dort die Alten pflegen, unterhalten und betreuen. Es sollten also die Eingesperrten zu den Ausgesperrten gehen, dann hat man zwei Fliegen auf einen Schlag. Und man kann sozusagen einerseits die Überfüllungsverhältnisse in den Gefängnissen etwas lösen und gleichzeitig den Betreuungsnotstand, den es tatsächlich gibt, in den Heimen etwas verändern. Grüne Pius Strobel, er war im ersten Beruf Gendarm und ist auch der Vertreter der Grünen im österreichischen Rundfunk, also im Kuratorium, der hat vor kurzem gesagt, man sollte den Königliberg, das ist sozusagen das Führerhauptquartier des Fernsehens, unweit von hier, das ist ein wirklicher Bunker, ein Betonbunker, mehr kann man das nicht sagen, werden schon viele dort gewesen sein, also den möge man bitte sehr auflösen, weil er nicht mehr zeitgemäß ist, man soll etwas Neues bauen. Und auf die Frage, was man mit diesem Betonbunker anfangen soll, hat er gesagt, man soll ein Altenheim daraus machen. Die Wiener Grünen, die dem auch nicht zugestimmt haben, haben interessant die Aufstellung gemacht, weil sie gegenübergestellt haben, welche Rechtsvorschriften gibt es für Häftlinge, und welche Rechtsnormen gibt es, die in Altenheimen wirksam sind? Und da hat sich, das wurde vor 2 Jahren gemacht, herausgestellt, dass es natürlich sehr verbindliche Vorschriften gibt, wie groß die Zelle sein soll, was es hier an hygienischen Maßnahmen zu setzen hat, was an Freigang und Freizeit zu garantieren ist, wie viel an der frischen Luft sein muss. Und alle diese Normen gibt es in der Altenpflege oder gab es nicht. Und es hat sich eindeutig herausgekommen, es ist also wesentlich günstiger, Häftling zu sein, als Insasse eines Altenheims. Jetzt kommt eine gute Nachricht, das galt bis vor 2 Jahren, denn, und da bin ich stolz drauf, weil wir von der Pflegeombudsstelle in Wien da sehr mitgewirkt haben, gibt es einerseits ein neues Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz, und hier werden erstmals verbindliche Normen aufgestellt, was in Heimen zu geschehen habe, dass es sozusagen neben der, wie man sagen, körperlich-somatischen Behandlung auch eine soziale Betreuung geben muss, dass es Schluss sein muss damit, dass mit dem Betreten eines Altersheims sozusagen jedes kulturelle Leben ein Ende findet, was in vielen Heimen heute so ist. Wenn der das Heim betritt, dann hat er keine Zeitung mehr, er hat kein Radio, Atmosphäre bis zum Lebensende und dort blärt den ganzen Tag ein Fernseher. Ich meine, es wird viel darüber gesagt und viel Angst entsteht, sozusagen, weil man meint, Alter ist automatisch mit Demenz verbunden, aber Sie können sicher sein,
wenn ich Sie 3 Monate in so ein Heim einsperre und vor dem österreichischen Fernseher sitze, dass Sie auch bald besachwaltert sein werden. Zumindest in diesem Lande. Also es gibt dieses Wiener Wohnheim gegeben sind, also wie viel Pflegepersonal muss da sein, wie viel Betreuungspersonal muss da sein. Also jetzt gibt es das erste Mal Normen, nach denen werden muss. Und, das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wo auch sozusagen eine Einschränkung der Medikalisierung des Alters vorgesehen ist. Denn in Teilen der Heime in Wien, in den öffentlichen Einrichtungen, wird ja sozusagen munter Spital gespielt. Wenn Sie durch Leins gehen, sehen Sie auf jeden Pavillon, wer hier Primarius ist. Und der Primarius hat natürlich ein paar Oberärzte, die Oberärzte haben ein paar Unterärzte. Und da wird dann also munter Spital gespielt und Visite gespielt, wo man sich fragt, wozu soll das alles, weil es ist wirklich die treibende Unterhaltung dieses medizinischen Personals und hat nur ganz geringen Anteil Menschen. Das soll eben jetzt auch durch das Gesetz geändert werden, weil zerteilt wird, was ist wirklich ein Mensch, der in ein Heim kommen soll, wo er gut leben soll und betreut werden soll, und was ist wirklich Alterserkrankung, die in ein geriatrisches Krankenhaus soll. Also diese Zerteilung muss stattfinden. Es gibt ein zweites Gesetz, wo ich froh bin, dass es das mal gibt. Wann soll ich aufhören? Kurz vor 10. Ein zweites Gesetz, das sehr wertvoll ist, das ist das Heimaufenthaltsgesetz, das für Gesamtösterreich gilt. Hier geht es um die Unterbindung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen. Sie wissen ja, glaube ich, schlechte Tradition, gerade auch in diesem Lande hier gibt und in Wien, dass Alte sehr rasch angebunden, sehr rasch ins Bett gelegt, sehr rasch mit Steckgittern versehen werden. Ja, gleichzeitig strukturell auch niemals wieder nach Betreten des Heimes an die frische Luft kommt. Leins wurde zwar umbenannt in Geriatriezentrum am Wienerwald, aber nahezu niemand hat dort durch den Wienerwald gesehen, weil er nie hinauskommt. Also all das ist sozusagen jetzt durch ein Aufenthaltsgesetz unterbunden und verboten, was ich für einen Riesenfortschritt halte, vor allem deswegen, weil klar wird, dass diese unselige Zerteilung damit wegfällt, dass man sagt, also es hat ein Pflegepatient genau das gleiche Recht wie ein Patient, und ein Patient kann jederzeit aufstehen und fortgehen. Er ist sein eigener Herr. Also das wird hier zumindest vom Gesetz her angestellt und wird auch kontrolliert. Es gibt die sogenannte Bewohnervertretung. Das sind aber nicht gewählte Vertreter der Bewohner, sondern das sind Mitglieder des Vereins der Sachwalterschaft in Österreich, die Aufgabe haben, diesen Umstand zu kontrollieren, wo also freiheitsbeschränkende Maßnahmen kontrolliert werden. Und wenn sie vorhanden sind, die Bewohnervertreterin als Fachfrau, meistens Frau, sieht nicht ein, warum das entsteht. Und es gibt sozusagen Widerstände von Seiten der Institution, so wird das vor dem Bezirksgericht ausgehandelt. Und ändern aber die schöne Situation, der Rechtsstaat nimmt allmählich in den Altenheimen Platz. Ja, aus München kam vor kurzem eine eher schreckliche Meldung beim Pflegestammtisch, den es dort gibt, eine wunderbare Einrichtung, wurde von einer Ärztin berichtet, dass es im Raum München im letzten Jahr 5 Todesfälle gab, weil die Menschen sozusagen schlecht ruhig gestellt wurden und sich dabei erdrosselt haben. Im südbayerischen Raum gab es in den letzten Jahren 24 Fälle, die durch Ruhigstellung als dieses Jahr umgekommen sind. Hierzulande gibt es sozusagen derartige Befunde nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da in den letzten Jahren nicht auch eine riesige Dunkelziffer gab. Zum Abschluss würde ich mir wünschen, dass noch 2 gesetzliche Regelungen kommen, weil sie sehr viel beitragen würde zur Befreiung der Alten aus den Fesseln alter schlechter Tradition. Das eine wäre ein neues Sachwaltergesetz. Sie müssen nämlich wissen, dass sozusagen in Österreich sehr rasch
verordnet wird, dass jemand nicht mehr imstande ist, seinen eigenen Verstand in eigenen Angelegenheiten einzusetzen und dass dann ein Fremdverstand eingesetzt wird per Gerichtsbeschluss und Gutachterbeschluss, dem allen kann der, der es betrifft, nichts entgegensetzen und nichts einwenden. Er wird entmündigt und hat einen Sachwalter. Diese Sachwalter sind nicht immer vom Verein für Sachwalterschaft oder Angehörige, sondern sie sind gerade in Wien sehr häufig Rechtsanwaltskanzleien oder Notariate. Das ist ein ganz elender Zustand, ein Rechtsbruch in riesigem Ausmaß, denn es gibt Kanzleien, die haben bis zu 2000 Sachwalterschaften aufgeladen, nehmen in Wirklichkeit keine einzige Sachwalterschaft wahr, denn per Gesetz werden sie verpflichtet, persönlichen Kontakt mit Pflegepatienten diese Besachwaltern aufzunehmen. Das tun sie nicht. Als wir das entdeckt haben, sind wir ins Justizministerium marschiert und haben uns sofort recht gegeben, dass es so ist. Und es wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr hier ein neues Sachwaltergesetz geben, das das nun verhindert oder unterbindet. Wobei das Wesentliche aber darin besteht, dass man sagen muss, ja, was kann man tun, um die Zahl der Besachwalteten in Österreich zu senken, und vor allem die Zahl auf Dauer besachwalteten Menschen zu senken. Also das ist sozusagen die neue Intention dieses Sachwaltergesetzes. Sie müssen wissen, es gibt Anstalten, wo 75% aller Insassen sozusagen 75% sind aus Ips. Ips ist 120 Kilometer von Wien entfernt, ist aber ein Pflegeheim der Stadt Wien. Sie können sich vorstellen, wer in Wien gelebt hat und dann zum Pflege bis Lebensende nach Ips verbracht wird, dass er nicht besonders viel Besuch bekommt. Das ist das typische Zeichen, je isolierter jemand wird und je stärker jemand also von sozialen Bezügen abgeschnitten wird, desto sicher wandert er in eine, vielleicht auch nur geringe, aber dennoch 70% besachwaltet sind. So, und das letzte Gesetz, das ich mir wünschen würde, es gibt eine die Form der strukturellen Gewalt in unserem Land besteht darin, dass Patienten, die in einem Krankenhaus liegen, weil sie krank sind, weil sie operiert wurden, von einem Tag zum anderen erklärt wird durch ärztliches Urteil, ich würde sagen ärztliches Fehlurteil, dass sie nicht mehr behandlungsfähig sind, dass die Therapie am Ende ist, dass er aussteigt aus dem Vertrag, dass er jetzt ein Pflegepatient geworden ist. Damit ist er zum Selbstzahler geworden. Denn jetzt zahlt er für alles, was Pflege betrifft, selbst. Ja? 80% seiner Pension wird für diese Bezahlungen ausgenommen. 20% bleiben ihm. Wenn das natürlich nicht ausreicht, was in den meisten Fällen bei den niedrigen Pensionen Österreichs aber tatsächlich so ist, wenn das nicht ausreicht, dann springt die Stadt Wien ein und bezahlt den Rest. Ich halte das für eine schreiende Ungerechtigkeit, weil es setzt hier eine völlige Entrechtlichung, Entsicherung ein, auch eine Verarmung, denn wenn Sie am Schluss nur mehr 20% Ihrer Mindestpension haben, sind das oft weniger als 100 Euro, die Ihnen verbleiben. Wenn das noch ein Sachwalter ist, der nichts hergibt, sind da überhaupt nie mehr etwas. Ja? Und gleichzeitig mit der Verarmung setzt natürlich auch Isolierung ein, mit der Isolierung in eine Isolation zu geraten, die natürlich zu Verwirrtheit und Demenz und Depression führen muss. Und Sie wissen ja selbst, Depression ist eine ansteckende Krankheit. Wenn 5 an einem Tisch sitzen und 3 davon sind depressiv, sind in ein paar Wochen alle 5 depressiv. Ich wünsche mir hier also, dass gesetzlich verankert wird, dass Pflegeversicherung und Krankenversicherung sozusagen wirklich zusammengelegt wird, dass das sozialstaatlich geregelt wird. Und die das bezahlen, die beantworte ich Ihnen nicht, aber ich sage Ihnen nur das eine, es ist ganz sicher keine Frage des Geldes. Denn wir haben in den letzten Tagen doch erlebt, wenn Geld in Milliardenhöhe fehlt, fließt Geld in Milliardenhöhe dorthin. Wenn Altenpflege in tausendfacher Art schlecht ist und fehlt, fließt nichts hin. Wir brauchen also Aufstände, wir brauchen Konflikte, ja, wir brauchen Revolte für die Alten. Dankeschön.